Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Martin Hofmeister und ich stelle einfach alles vor, was ich so in die Finger bekommen kann. Bereits vor ein paar Monaten habe ich mir den Samsung Saugroboter Powerboot VR7000 zugelegt. Jetzt endlich das Video. Dass dieser Saugroboter für mein ebenerdiges Haus in meiner Abwesenheit die Räume sauber aussaugt, war für mich eine tolle Vorstellung. Daher habe ich mich für den Samsung Powerboot VR7000 entschieden und bin mega gespannt, wie der Saugroboter so seine Tätigkeit ausübt. Lasst uns ihn doch einfach mal zusammen auspacken. Ja, auf den ersten Blick scheint alles sicher verpackt zu sein. Leider alles in dicken Kunststoff eingepackt, aber das wird sich sicherlich eines Tages hoffentlich mal ändern. Ja, und dann klappen wir mal die Verpackung auf und finden links in der Seitentasche die zwei Batterien für die Fernbedienung. Danach seht ihr auch schon dieselbige, komplett in Schwarz, liegt gut in der Hand, aber für den Saugroboter nutzt man die eher seltener als zum Beispiel die TV-Fernbedienung. Und in dem roten Plastikbeutel befindet sich dann das Netzteil für die Ladestation. Im Bauch der Verpackung befindet sich der Saugroboter, den ich liebevoll Gisela getauft habe. Und auch dieser ist gut verpackt und mit Schutzfolie gegen Kratzer geschützt. Unter dem Saugroboter befindet sich die Anleitung in diversen Sprachen vor, die meiner Ansicht nach nicht so deutlich auf Funktionen eingeht und dadurch viele Fragen offen bleiben. Aber zum Glück gibt es ja diverse Suchmaschinen im World Wide Web. Ebenfalls vor Kratzer geschützt ist die Ladestation, die Docking Station des Saugroboters, die ihr gut platziert in eurer Wohnung hinstellen sollt. Laut Samsung soll auf jeder Seite der Ladestation ein halber Meter Platz sein. Dies habe ich nicht eingehalten und Gisela, also der Saugroboter, findet oftmals trotzdem alleine zurück zur Docking Station. Ohne Fernbedienung könnt ihr oben auf dem Saugroboter links auf Punktsaugen drücken, dann führt der Saugroboter eine intensive Reinigung einer abgegrenzten Fläche durch. In der Mitte befindet sich die Start-Pause-Taste und rechts die Ladetaste. Nach Betätigen dieser fährt der Saugroboter die Ladestation oder Docking Station genannt an, um den Akku wieder aufzuladen. Durch den Druck auf die Push-Taste springt der mittig sitzende Staubbehälter raus, der aus drei Teilen besteht. Einmal der auswaschbare Filter, dieser hier genau, einfach unter Wasser halten, ausspülen und trocknen lassen. Ja, und dann kann man den Deckel des Behälters abziehen, geht nicht ganz so leicht, vorsichtig also, wenn der voll ist, sonst habt ihr euren Dreck wieder auf dem Boden. Ja, und das wäre dann sehr ärgerlich. Und zu guter Letzt habt ihr dann den Zyklonfilter noch in der Hand. Alle drei Teile sollen nach jedem Saugen gereinigt werden. Ganz ehrlich, ich entleere diesen Behälter und wasche nach jedem zweiten oder dritten Mal alles gründlich aus. Umgedreht seht ihr hier unten die rote sogenannte Edge Clean Master Lamelle. Dank Wanderkennung reinigt der Powerboot auch Ecken und Kanten. Er erkennt also Wände, fährt gerade darauf zu, was runde Saugroboter nicht so gut können, fährt dann die Lamelle aus, wobei die Saugleistung um 10% erhöht wird und kehrt mit der Lamelle den Staub auf. Die Bürste ist leicht herausnehmbar und auch zu reinigen. Die starken Antriebsräder sorgen dafür, auch auf Teppiche fahren zu können oder auch auf Läufer, die etwas höher sind, überhaupt drauf kommen zu können. Bei mir schafft er es oftmals nicht, da ist dann eher der Läufer verrutscht, aber beim Teppich findet er immer eine Stelle, an der er dann auch nach mehreren Versuchen drauf kommt. Der Teppich darf also nicht zu hoch sein, aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, und unten rechts befindet sich der rote Hauptschalter, um das Gerät ein- oder komplett auszuschalten. Bei
Bei der ersten Inbetriebnahme zeigt das Display am Saugroboter an, dass dieser low ist und dringend eine Ladung benötigt. Sobald der Samsung Powerboot VR7000 full ist, kann die Reinigung losgehen. Nach dem Drücken der Repeat-Taste saugt der VR7000 so lange, bis der Akku leer ist, fährt dann zur Docking Station zurück und saugt dann wieder lustig weiter, nachdem er aufgeladen ist. Die Auswahl Repeat wird auch im Display angezeigt, danach drückt man die Start-Taste und er fährt los. Bei mir war der Saugroboter beim ersten Mal wild und nicht nachvollziehbar unterwegs. Scheinbar scannt er beim ersten Saugen auch erstmal die Räumlichkeiten. Inzwischen saugt er alle Räume, aber oftmals kann ich kein System seiner Fahrwege erkennen. Geworben wird der Saugroboter mit starker Saugleistung, Visionary Mapping Plus, was bedeutet, dass mithilfe mehrerer Sensoren und der integrierten Digitalkamera der Saugroboter eine virtuelle Karte erstellt, der zu reinigenden Räume und berechnet den effizientesten Reinigungspfad ohne Bereiche auszulassen. Naja, da habe ich bis jetzt aber schon was anderes kennenlernen dürfen, leider. Weiter wird mit Full View Sensor 2.0 geworben, was bedeutet, dass der verbesserte und leistungsstarke Full View Sensor 2.0 selbst sehr schmale oder kleine Hindernisse in weitläufigen Räumen erkennt. Das ermöglicht ihm, sicher und intelligent durch den Raum zu navigieren und verringert tote Winkel. Schön ist auch, hier klar zu hören im Hintergrund, wenn er auf Teppiche fährt, erkennt er den Untergrund und gerade auf Teppiche erhöht er automatisch seine Saugleistung. Ein Fazit: Oftmals bleibt der Saugroboter auf der Ladestation nach dem Aufladen stehen, obwohl die Funktion Repeat eingeschaltet ist. Aus diesem Grund wurde nach 3 Reparaturversuchen der komplette Saugroboter getauscht und siehe da, auch die neue Gisela, also der Saugroboter, findet nach dem ersten Saugen die Docking Station wieder, lädt seinen Akku auf und trotz aktivierter Repeat-Funktion bleibt dieser mit dem vollen Akku auf der Docking Station stehen. Scheint ein echter Fehler seitens Samsung zu sein. Nichtsdestotrotz kann ich mit den Fehlern leben, bin vom Saugergebnis begeistert und aufgrund der geringen Bauhöhe, ist ca. 28% flacher als seine Kollegen, kommt er auch bequem unter meinem Wohnzimmertisch. Egal wie oft er saugt, der Saugbehälter ist immer gut gefüllt. Wenn man seine Ruhe haben möchte, klickt man oben rechts auf die Ladetaste und der Saugroboter fährt automatisch zur Docking Station zurück und lädt seinen Akku auf. Natürlich kann man auch die Pause-Taste drücken, nach einer kurzen Weile schaltet sich dann auch das Display vom Saugroboter aus. Den Link zum Erwerb des Saugroboters Samsung Powerboot VR7000 findet ihr unten in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, würde mich über jeden neuen Abonnenten freuen und verbleibe bis zum nächsten Video mit folgendem Satz: Bleibt alle gesund, euer Martin Hofmeister. Ciao.